Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von Phil Filler. Heute soll es um den Carvego per Keo gehen. Was haben wir heute vor? Zuerst sage ich was zu dem Kundenservice von Carvego und dann gehe ich auch schon auf den per Keo ein. Und zwar kommen dann zuerst die Spezifikation, dann ein Hands-on. Da geht es dann um die Kappe, um den Schaft, um das Griffstück, um die Feder. Dann kommt ein kleiner Größenvergleich, ein Schreibbeispiel und zum Schluss mein Fazit. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich bitte. Ich freue mich immer über eine steigende Abonnentenzahl. Dann weiß ich auch, dass Leute daran interessiert sind, an dem, was ich mache. So, starten wir mal mit den Spezifikationen. Das Gesamtgewicht des Füllers beträgt leer ohne Patronen 13 Gramm. Das Gewicht der Kappe sind 4 Gramm, Gewicht des Schafts sind 9 Gramm. Der Durchmesser des Schafts ist 13 mm. Die Gesamtlänge des Füllers ist 138 mm, die Länge des Schafts sind 128 mm, die Länge der Kappe sind 61 mm, der Durchmesser der Kappe sind 14 mm, das Material des Gehäuses ist aus Kunststoff, die Feder ist eine Edelstahlfeder und der Preis ist 12,67 Euro. Warum habe ich mir den Carvego per Keo gekauft? A, um diesen zu testen und hier ein Review zu verfassen und B, wollte ich damit für Postcrossing Postkarten schreiben. Und zwar habe ich mir daher eine F-Feder gekauft. Nachdem ich den Füller erhalten habe, war es leider so, dass, die Feder doch arg gekratzt hat. Und auch, also ich habe sie dann wirklich bearbeitet und habe dann versucht, diese geschmeidiger zu machen und dass sie dann nicht mehr so kratzt. Aber ich muss sagen, hier vergeblich habe ich nicht hingekriegt. Daher habe ich mich an den Carvego Kundenservice gewandt und habe kurze Zeit später ein kleines Päckchen erhalten. In diesem Päckchen ist enthalten eine kleine Visitenkarte mit einem kleinen Gruß. Da heißt es: Hallo Herr Phil Filler. Hiermit erhalten Sie das Ersatzgriffstück. Alles Gute und weiterhin viel Spaß mit Carvego. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie gesund deshalb, weil Corona-Pandemie. Und hier habe ich dann auch ein neues Griffstück bekommen. Nämlich beim Carvego per Keo muss man sagen, hier kann man nicht die Feder austauschen. Hier kriegt man dann quasi ein Griffstück mit Feder. Also man kann auch ein neues Griffstück nachkaufen, da ist dann halt die Feder schon eingepresst. Hier habe ich das alte Griffstück. Das kann ich ausbauen. Man sieht, man kann es hier mit einem Langkonverter betreiben oder mit einer Großraumpatrone oder auch mit einem kleinen Mini-Konverter. Das ist hier zum Beispiel ein Mini-Konverter der Firma Online. Der passt in den Carvego Sport rein und dann halt hier auch in den Carvego per Keo. Schrauben wir wieder drauf, stecken zusammen, zack, neues Griffstück, neue Feder drauf, dann kann es weitergehen. Hier noch ein paar allgemeine Sachen zu dem Carvego per Keo. Ich habe hier die Farbe Old Chambray. Man muss einfach mal auf die Seite von Carvego gucken. Das ist carvego-pen.de. Dort gibt es dann die verschiedenen Farben, die man kaufen kann. Also da gibt es richtig schöne, wie hier Old Chambray. Dann gibt es noch Farbkombinationen, die echt gewagt sind. Aber ich habe mich damals für den Old Chambray entschieden. Das Material ist aus Kunststoff, die Feder aus Edelstahl. Es gibt die Federstärken F und M. Und wenn man sich den schwarzen Carvego per Keo kauft, dann ist die Feder mit einem PVD-Verfahren, also das ist eine physikalische Gasphasenabscheidung, ist dann die Feder beschichtet worden in Schwarz, hält er. Der Füller ist entwickelt für Schüler, aber man kann dennoch diesen auch als Erwachsener im Alltag oder als Student benutzen. Der Kunststoff selbst, finde ich, sieht gut aus, also er ist doch, also optisch sehr ansprechend. Haptisch muss man sagen, er wirkt nicht billig, aber auch nicht hochwertig. Also ich würde ihn eher so mittel, also wenn es eine Mittelkategorie geben würde, würde ich sagen, haptisch, also wie er sich anfasst, liegt er so in der Mitte. Kommen wir zur Kappe. Die Kappe wird hier aufgeklippt und kann aber auch hier aufgesteckt werden. Und wie ihr seht, sitzt die auch fest.
Die Kappe selbst hat dieses von Kaweco, also das Kaweco-typische achtkantige Design. Sie ist in Blau gehalten und ist matt. Das achteckige Design kennt man hier zum Beispiel vom Kaweco Sport. Also das Design vom Kaweco Sport oder aus von dem alten Design, was Kaweco damals hatte, wurde das wieder aufgegriffen. Die Kappe vom Kaweco Perkeo ist kleiner als hier die Kappe vom Sport. Man kann hier sieht man das Kaweco Logo drauf. Das ist hier im Sport glänzend, ist hier aber in der Gehäusefarbe beziehungsweise hier das Gehäuse der Kappe, also die Kappe selbst, der Kunststoff, da ist dann hier quasi kommt das Kaweco-Logo heraus. Also es ist nicht irgendwie drin eingestanzt, es kommt hier heraus. Man sieht hier den Schriftzug Kaweco und hinten so leicht Germany, das Herstellerland. Auf der Kappe habe ich entdeckt, sind zwei gerade drauf. Das ist einmal hier und auf der anderen Seite auch nochmal. Ist wahrscheinlich von der Herstellung, dass hier könnte ich mir so vorstellen, wenn die Plastikkappe, die Kunststoffkappe hier gefertigt wird, dass das eine Form ist, die aus zwei Halbschalen besteht und dann hier ein Spritzgussverfahren oder ähnliches Verfahren, dass das dann gefertigt wird und dann werden die Halbschalen wieder auseinandergenommen. Und dann habe ich hier dann halt so einen Grat drinne, der ist hier sichtbar, also er glänzt im Licht und man kann ihn fühlen. Also wenn ich jetzt hier mit den Finger herübergehe, dann ja, man merkt, dass da ein Grat ist. Komischerweise hier bei dem Kaweco Sport, was hier auch, also der ist jetzt hier, ist ein Klassik, der ist komplett aus Kunststoff gefertigt und hier ist zumindest kein Grat sichtbar oder fühlbar. Also entweder ist die Form hier anders, wie es hergestellt wird, oder die haben den so gut bearbeitet, dass man hier diesen Grat nicht fühlt. Hier fühlt man ihn, aber man muss dazu halten, Kaweco hat es geschafft, dass der nicht sehr doll auffällt. Denn hier habe ich dann hier mit dem achtkantigen Design, liegt er hier auf der oberen Seite der Kante, also da, wo dann die nächste Abflachung wieder anfängt, haben sie das hier direkt reingelegt. Also man sieht das jetzt echt nur, wenn man direkt drauf guckt und das sich so ein bisschen im Licht spiegelt oder wenn man halt mit dem Finger drüber gleitet. Also sie haben es schon so gemacht, dass es nicht arg auffällt. Also es ist clever angeordnet. Hier am Kappenende habe ich dann auch wieder Kaweco draufstehen. Das ist dann eine silberfarbene, ja, Kappenendstück, würde ich mal sagen. Und ich würde sagen, das ist das ist auch Kunststoff. Also ich tippe darauf, dass das, oder? Ne, ist Kunststoff, also ist kein Metall, ist Kunststoff. Das ist quasi hier auch wie vom Kaweco Sport. Also ist identisch das Ende. Das ist auch Kunststoff. Sieht man jetzt hier, die zwei Kappenenden sind identisch. Also wie beim Kaweco Sport Classic und der Kaweco Perkeo, die haben dasselbe Ende. Das Ende sieht man hier, hat so ein, ja, also liegt jetzt hier nicht flächig an, sondern da ist ein Spalt dazwischen. Und zwar ist der Spalt dafür da, dass wenn man jetzt die Kappe verschlucken würde, könnte man immer noch atmen. Also hier zieht Luft an, also zieht jetzt hier in der Ritze, zieht jetzt hier, kann man Luft durchziehen oder durchpusten, wie man möchte, und würde dann immer noch Luft bekommen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist natürlich ungünstig, wenn da Luft in die Kappe reinkommt, dann trocknet mir ja die Feder aus. Aber Kaweco hat hier ein Inlay geschaffen, also hier sitzt dann auch wieder ein Kunststoff-Inlay drinne, was die Feder hier vorne abdichtet, aber trotzdem, wenn jetzt der Filler draußen ist, kann Luft an der Abdichtung vorbeifließen, sodass man halt immer noch atmen kann oder Luft durchgehen kann. Aber wenn der Füller jetzt hier zusammengesteckt ist, dann sitzt das fest drin und das Inlay dichtet ab. Also wird dann wahrscheinlich hier an diese Kante würde dann die Abdichtung dran gehen, aber man sieht,
dass jetzt hier der Füller ein bisschen breiter ist und das ist dann der Teil, der nicht abgedichtet wird. Und hier die Differenz ist dann hier für den Durchfluss der Luft gut da. Also ich hatte jetzt hier mit dem alten Griffstück, da habe ich eine schnell trockene Tinte drinne. Sieht jetzt ein bisschen wüst aus. Die ist mir eigentlich jetzt auch nach einem Monat, hat der Füller herumgelegen. Er hatte dann zwar Anschreibschwierigkeit nach einem Monat, aber nach ein, zwei Strichen kam sofort die Tinte wieder und ist dann wieder gut geflossen. Also muss ich sagen, es gibt kleine Antrocknungsschwierigkeiten, aber die sind halt auch nur kurz. Kommen wir jetzt zum Schaft. Der Schaft greift hier so ein 16-kantiges Muster auf. Also hier habe ich hier, wie gesagt, die 8 Kanten und hier sind 16 Kanten. Wenn ich jetzt alleine nur den Schaft betrachten würde, würde ich jetzt sagen, das erinnert mich an so eine griechische antike Säule. So würde ich mir das jetzt vorstellen. Also würde mich jetzt daran erinnern. Aber finde ich ganz gut. So ist der Schaft jetzt nicht dolle rutschig, sondern ich habe hier so einen leichten Grip, weil ich halt hier meine Finger können sich halt hier doch so schön verkrallen und dann kann ich ihn auseinanderziehen. Wie ihr seht, man braucht ein bisschen mehr Druck. Funktioniert aber. Es ist jetzt, also man kann ihn schon gut auseinanderziehen. Ist jetzt nicht so schön wie beim, hier nochmal mein derzeitiger Liebling als Schulfüller, der Schneider Ray. Hier mit den ganzen gummierten Flächen hat man mehr Grip als hier, nur den Kunststoff. Aber es geht, man kann auseinanderziehen. Das hier ist blau, das hier wird beschrieben bei Kaweco auf der Webseite als, also hier die Kappe blau und der Schaft wird beschrieben als weiß. Aber ich würde eher sagen, das ist so ein Cremeweiß, ist jetzt kein richtiges Weiß. Wenn ich jetzt hier Blatt Papier dahinter halte, dann seht ihr schon, dass es hier mehr so cremefarbt und das ist hier so ein schönes, richtiges, herausstechendes Weiß vom Papier. Am unteren Ende ist der Schaft auch offen, wieder dasselbe, also derselbe Grund, wie hier oben in der Kappe auch. Das heißt, wenn ich jetzt den Schaft als Kind oder Erwachsener verschlucken würde, könnte ich jetzt immer noch hier durch dieses Loch atmen und deswegen eignet sich dann der Schaft nicht als Eyedropper, sodass ich jetzt hier quasi Tinte einfüllen könnte in den Schaft. Also ich würde diesen voll Tinte füllen und würde dann keine Patrone anlegen. Da würde mir dann die Tinte hier unten aus dem Loch wieder herauslaufen. Das ist natürlich ungeeignet. Hier unten sieht man im Schaft auch noch ganz leicht Germany stehen. Also es ist schwer zu lesen, aber man sieht es. Also es kommt jetzt, also die Schrift kommt jetzt nicht sehr heraus, aber wenn man darauf achtet, sieht man, dass hier unten noch Germany steht. So. Kommen wir hier zum Griffstück. Toll, muss ich sagen, am Griffstück ist, dass hier die Wandung doch echt stark ist. Also hier das Gewinde am Griffstück, wo ich ihn dann in den Schaft, also in den unteren Teil einschraube, ist echt großwandig. Also es wirkt nicht nur stabil, ich würde auch sagen, es ist stabil. Es ist transparent. Da kann ich dann die Patrone oder jetzt hier den Konverter einsetzen. Der sitzt bombenfest, also die Patrone hier sitzt super fest, wenn ich da eine reinmachen würde. Schrauben wir es wieder drauf. Angrenzend daran habe ich ein kleines Band, was den Farbton hier von der Kappe wieder aufgreift. Man muss dazu sagen, was ich persönlich jetzt hier unglücklich finde, ist, dass die Kappe mattfarbend ist und hier das Band vom Griffstück in derselben Farbe ist leider glänzend. Finde ich jetzt nicht so schön. Angrenzend daran kommt wieder ein Kunststoffgriffstück, was 3 Mulden aufweist. Ja, hier kann ich dann meine Finger wieder auflegen und werde aber hier bei diesen Griffmulden mit meinen Händen in eine Position wieder gezwungen, die ich persönlich als unbequem erachte. Also hier beim Schneider Ray, den ich als letztes getestet habe, da gibt es leichte Griffmulden, die einen jetzt aber noch die Möglichkeit lassen, dass man den Füllhalter anders greift.
Hier ist man doch schon sehr eingeengt und man wird schon in eine bestimmte Griffhaltung gezwungen. Wenn ich jetzt ein Schüler wäre und ja, noch nicht so viel geschrieben habe mit einem Füllfederhalter, dann könnte ich mir vorstellen, hat man damit keine Probleme, weil man hat wahrscheinlich auch kleinere Hände und boah, dann hat man A mit kleineren Händen, kann man die Finger anders belegen und man hat vielleicht auch noch keine über Jahre eingeschriebene Griffposition und stört sich jetzt nicht hier dran. Also würde ich mal sagen, also ich persönlich finde die jetzt nicht so toll, also ich würde damit jetzt nicht Stunden mitschreiben wollen, aber das ist Geschmackssache. Also es gibt sicherlich auch noch andere Leute, die hier mit dieser Griffmulde kein Problem haben. Also würde ich mal sagen, ihr müsst das einfach mal testen, bevor ich den kauft, ob er damit klarkommt oder nicht. Also ich fand den jetzt doch relativ unbequem. Also hier dann nochmal die Griffmulde ist, hier geht die auch wieder schön nach oben. Das heißt, ich habe hier so einen Stopper, damit ich jetzt hier nicht über diese Kante hinwegrutsche und dann eventuell auf die Feder komme und dann meine Finger, wenn ich jetzt keinen starken Griff habe oder Anfänger im Schreiben bin, mit der also mein Finger an die Feder kommt und ich dann meine Finger voller Tinte habe. Also ist hier ein schöner Stopp. Das war hier bei dem Schneider auch so, dass hier quasi ein kleiner Stopp ist, damit ich nicht über das Griffstück rutsche und an die Feder komme. Wie beim Schneider auch, habe ich dann hier wieder einen Schutz. Also die Feder fängt jetzt nicht hier vorne an, sondern die Feder fängt hier hinten schon an. Aber ich habe hier einen kleinen Schutz, der dafür da ist, dass wenn ich jetzt hier über diesen Stopper rutsche, immer noch nicht an die Feder komme und meine Hände jetzt hier von der Tinte entfernt bleiben und ich dann halt meine Finger nicht einsaue. Hier habe ich einen Kunststoff-Tintenleiter, wo die Feder aufsitzt. Der Kunststoff-Tintenleiter ist aber nicht so wie der Tintenleiter hier vom Caveco Sport Classic. Hier vom Classic Sport Classic hat er hinten noch Caveco draufstehen und das ist hier komplett anders. Das Ganze ist auch noch vom Caveco Student. Den habe ich hier. Der hat hinten auch noch mal so schön Caveco draufstehen, hat er hier auch nicht. Kommen wir jetzt zur Feder. Die Feder, wie gesagt, hier sitzt in einem Kunststoff-Tintenleiter, der anders aussieht wie beim Sport oder beim Classic. Nee, beim Sport Classic oder bei dem Student. Oder mein Edelstahl Sport hat auch einen anderen Tintenleiter. Dann ist die Feder auch breiter. Also, wenn man sich das hier mal anguckt, die Feder hier in dem Perkeo ist breiter als die Feder vom Caveco Sport. Und auch der Caveco Student, also der ja hat die, also da ist die Feder genauso breit wie hier vom Sport. Der Caveco Perkeo hat eine breitere Feder. Aber ansonsten ist die Feder exakt so gestaltet wie hier beim Sport oder beim Student. Das heißt, hier vorne habe ich die Strichbreite aufgeprägt. Hier habe ich eine F-Feder. Angrenzend daran ist das schöne Caveco-Logo. Und über dem Caveco-Logo habe ich das Luftloch. Und links und rechts vom Luftloch habe ich auch nochmal Germany und das Jahr, also hier Germany und 1883 stehen neben dem Luftloch. Also Germany since 1883. Und darüber habe ich dann so zwei kleine schöne Striche und so Schnörkel. Also man muss sagen, hier gibt sich Caveco sehr viel Mühe, eine schöne Feder herzustellen. Also die sieht echt gut aus. Zur Feder kann man noch sagen, ich habe mal nachgefragt, wo die Feder hierher kommt. Es handelt sich hier um eine Jowo-Feder aus Berlin. Kommen wir zu einem Größenvergleich. Hier habe ich den Caveco Perkeo, den Caveco Student, den Twisby Eco, den Caveco Sport Classic, den Platinum Preppy, den Schneider Ray und den Pelikan Twist. Kommen wir zu einem Schreibbeispiel.
Ich habe hier den Cavigo Perkeo. Und die Federstärke ist ein F fein. Als Tinte benutze ich heute die Standard Graf Bärenblau oder Blueberry. Für unsere englischsprachigen Freunde. Das Papier hier ist ein Seneca College Block A6 und das Ganze hatte 70 Gramm pro Quadratmeter. So, mache ich hier drei Diagonale, drei horizontale und wieder drei diagonale Striche. Und wie man sieht, die Feder, also die F-Feder, hat hier doch, muss man schon sagen, ja, ist gleichmäßig. Also das heißt, es ist hier keine Strichvarianz drin, sondern die drei, also jeweils drei Striche, die sehen doch alle gleich aus. Also es bleibt hier schön mit der F-Feder die Strichstärke konstant. Man kann aber hier mit der Feder auch schön flexen. Das heißt, wenn ich jetzt hier diese Achten zeichne und dann ein wenig fester aufdrücke, bekomme ich dann doch einen schönen großen breiten Strich hin. Also das sieht man hier dann doch, ich finde, für eine F-Feder sieht man das schon, dass jetzt hier noch ein dünnen Strich habe und sobald ich dann fester hier aufdrücke, wird der Strich auch wieder breiter. Also man kann leicht flexen mit der Feder. Man muss immer dazu sagen, wenn man das öfters macht, irgendwann gehen die Federschenkel dann hier auch auseinander. Und dann war es das auch mit der Feder. Und man muss dann die Feder, entweder man kauft sich eine neue oder man schickt es dann jemanden, der dann die Feder wieder reparieren kann, wie zum Beispiel den Mislav aus Wien. So, jetzt machen wir hier noch einen schnellen braunen Fuchs. Also die Quick Brown Fox jumps over the lazy duck. Also man muss sagen, die Feder jetzt, also die neue Feder, die gleitet richtig schön übers Papier. Also nicht so schön wie jetzt hier vom Schneider Ray, aber sie gleitet trotzdem schön übers Papier drüber, kratzt jetzt nicht mehr, also die Feder, die ich davor hatte, also bevor ich jetzt die reklamiert habe, die hat gekratzt, also sehr stark und die hier, die kratzt eigentlich überhaupt nicht. Sie hat ein Feedback, klar, also wie ihr hört, man hört, dass die Feder hier schreibt, also dass sie übers Papier drüber gleitet. Das hat man bei anderen jetzt nicht so stark, aber ich habe auch Füller, da ist es noch stärker ausgeprägt. Aber sie verhackt sich jetzt hier nirgends auf dem Papier, sodass die jetzt kratzt. Ne? Sie flutscht übers Papier und von der Feder her, jetzt mit der Ersatzfeder, schreibt die doch richtig schön. Wie ihr seht, man könnte hier auch Unterschriften, also Fast Writing machen. Funktioniert einfach richtig gut. Also kann man empfehlen. Was man hier zum Füller noch sagen könnte, ist, wenn man den Füller jetzt hier so hält, dann ist hier, wie ich es mag, das meiste Gewicht hier vorne im vorderen Drittel, also jetzt hier im Bereich des Griffstücks. Das heißt, der Füllhalter liegt auch wunderbar hier immer auf dem Finger auf und man muss jetzt hier keinen Druck nochmal extra ausüben, dass man mit schreiben kann. Das haben sie schon ganz gut gelöst. Er liegt eigentlich so von der Größe her richtig schön in der Hand. Ich kann die Kappe aufkappen. Dann überraschenderweise liegt jetzt der Schwerpunkt nicht hier hinten im hinteren Drittel, sondern ich habe gemerkt, dass der jetzt hier so in der Mitte liegt. Also wenn ich jetzt hier den so aufliegen habe, würde dann hier in diesem Bereich ist dann hier der Schwerpunkt drin. Also man muss jetzt zwar schon ein bisschen Druck auf die Feder geben, aber trotzdem haben sie es hingekriegt, dass der Schwerpunkt hier liegt und man trotzdem noch schön schreiben kann, auch wenn es aufgekappt ist. Da ich aber keine Kappen mag auf dem
Füller, mache ich es ab und schreibe dann so. Was mir jetzt hier aufgefallen ist an der Feder ist, die alte Feder, also das Griffstück, wenn ich es schließe, hört ihr sicherlich auch, rastet hier der Schaft am Griffstück ein. Komischerweise passiert hier das nicht. Hier kann ich ihn fest zudrehen, aber es arretiert nicht und ja, wird sich jetzt auch so wieder lösen. Finde ich suboptimal. Das heißt, dieses Griffstück, ja, es ist anscheinend hier eine große Serienstreuung bei dem Füller für, weiß nicht, 12,67 Euro hat er gekostet. Also hier ist die Feder Mist, dafür arretieren die Teile und hier ist die Feder schön, aber dafür arretiert hier der Schaft mit dem Griffstück nicht. Naja, ist halt ungünstig. Große Serienstreuung, würde ich mal sagen. Ja, also wie gesagt, für eine Erwachsenenhand kann man hier noch schön mit schreiben. Ja, für Kinderhände wahrscheinlich auch, vielleicht nicht für ganz Junge, sondern ja, für 10-Jährige würde ich mal sagen, wie hier der Schneider Ray. Für 10-Jährige wird er auch noch gehen. Und ich finde von der Optik jetzt hier mit diesem Farbton, wie ich ihn hier gewählt habe, ist er auch büroalltagstauglich oder fürs Studium. Also von der Farbgebung her sieht er jetzt nicht unbedingt aus wie ein Jugendfüller. Also natürlich kann man den auch in echt krassen Farben kaufen. Müsst ihr, wie gesagt, einfach mal auf die Webseite schauen. Aber hier in dem Farbton, wie ich mir ausgedacht habe, würde ich ihn sogar im Büro benutzen. Ja, kommen wir einfach jetzt mal zum Fazit. Ich persönlich finde die Haltung der Griffmulde kontraproduktiv für mich persönlich, aber muss jeder selbst wissen, müsst einfach mal testen, wie der so bei euch ist. Also ich finde es jetzt nicht so gut. Man hat jetzt nicht so schön die Freiheit wie beim Ray. Ist jetzt einfach ja, wie bei dem Safari. Gut, ich habe jetzt hier nur den Oyster Griff bereit. Da ja, ist das Griffstück hier ein bisschen größer. Aber trotzdem, wenn ich jetzt hier, obwohl doch, man muss sagen, okay, im direkten Vergleich engt hier sogar der Perkeo das Spektrum der möglichen Griffvarianzen weiter ein als hier der Lamy Oyster. Okay. Wo ich den Lamy Oyster jetzt auch nicht so toll finde vom Griff her. Naja, aber doch schon besser als den. Okay. Also Fans hiervon würden dann wahrscheinlich auch klarkommen mit dem Caveco Perkeo. Hier machen wir nochmal direkt einen Größenvergleich. Lamy gegen Perkeo. Haben wir das auch noch erledigt. Ja, sieht man, der Perkeo ist ein Tuck kleiner. 1-2 mm. Naja. Ja, wie gesagt, farblich ist er ansprechend. Füller ist schön leicht, also ist jetzt nicht schwer. Schwerpunkt vom Schreiben her, also hier, so wie der Schwerpunkt hier liegt, finde ich den super optimal gemacht. Mit aufgesteckter Kappe liegt er auch optimal in der Hand. Der macht einen soliden Eindruck für Einsteiger, aber man muss natürlich gucken, dass die Feder gut schreibt und dass das Griffstück hier hinten auch schön arretiert. Das ist jetzt hier Mist. Aber da ich jetzt hier nur mal Postkarten mitschreiben will und der sonst nur rumliegt, also ich benutze ihn jetzt nicht dauerhaft, für Postkarten schreiben reicht es. Griffhaltung muss jeder selbst wissen. Optisch kann ich sagen, ist er für Erwachsene geeignet. Hier in der Farbkombination mit den anderen Farbkombinationen muss jeder für sich selbst wissen. Also im Büro könnte man den auch einsetzen, wenn man, wie gesagt, mit der Griffmulde klarkommen würde. Ja, wenn ich jetzt den Caveco Perkeo gegen den Schneider Ray und den Pelikan Twist jetzt im Vergleich setzen würde, würde ich sagen, auf den ersten Platz kommt der Schneider Ray. Finde ich jetzt per. Machen wir den Safari Oyster, können wir gut mitnehmen. Erster Platz Schneider Ray im Ranking, was ich jetzt nochmal schnell mache.
Zweite Platz, ja, doch, obwohl, ja, nehmen wir den Lamy Oster, aber ganz, ganz dicht gefolgt von dem Kaweco Perkeo. Und auf dem letzten Platz würde ich den Pelikan Twist setzen, weil, wenn ihr meine Review gesehen habt, vom Schreibhaltung her finde ich den echt doof. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr ein paar Anmerkungen habt, einfach in die Kommentare rein. Falls ihr auch den Kaweco Perkeo schon besitzt, würde ich auch gerne mal wissen, wie ihr den so findet. Ja, das war's dann schon wieder für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.